Hermann Schuparo für Ihren Freitagvormittag auf Radio Niederösterreich. Charisma ist etwas, das meistens prominenten Menschen attestiert wird. Barack Obama wird als charismatisch beschrieben oder auch Dietrich Mateschitz. Menschen, denen man zutraut, etwas zu bewegen, etwas umzusetzen. Charisma ist aber etwas, das jeder von uns in sich hat. Und da hört man dann oft, das war mein Opa oder die Oma. Und das finde ich spannend, auch im eigenen Umfeld nachzuschauen. Wem hören die Menschen gerne zu? Und was kann ich von dem lernen? Buchautor Georg Warfschneck hat versucht, darauf Antworten zu finden. Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich diesen Funken hat, dass jeder Mensch für irgendetwas brennt. Ich sehe nur ganz oft in meiner Arbeit oder in meinen Vorträgen, dass viele Menschen diesen Funken bereits vergessen haben. Und den möchte er gerne wieder ausgraben. Denn wenn der Funke und das innere Feuer brennt, dann kann der Funke auch, wie man so sagt, im Volksmund überspringen auf jemanden anderen. Das heißt, wenn ich nicht für etwas brenne, dann kann ich auch niemand anderen entzünden. Und wenn man diese Begeisterung, diese innere Flamme wieder findet, dann finde ich mein Charisma wieder. Und ich glaube, dass wir das an sich alle haben. Dass es da ist, aber dass es wieder entdeckt werden möchte. Georg Warfschneck ist ausgebildeter Journalist, Moderator und Vortragsredner und er kommt mit vielen Menschen zusammen. Sie werden das kennen aus dem Beruf, dass man sich irgendwo bewirbt und plötzlich kriegt der andere den Job. Oder man hat ein Produkt, das man verkauft und man glaubt, das ist besser als das andere, aber der andere bekommt es. Und jetzt kann man klagen, dass die anderen immer gewinnen und die anderen immer besser sind und die anderen immer mehr Glück haben. Oder man kann mal einen Blick auf sich werfen und sich die Frage stellen, hat das vielleicht irgendwas mit mir zu tun? Könnte das vielleicht irgendwo an mir liegen? Und dann kann ich an mir arbeiten, dann kann ich das entwickeln und dann werde ich auch diesen Erfolg einfahren können. Und zwar mit Hilfe einer extra entwickelten Methode. Sie nennt sich Core-Telling und setzt ganz bewusst auf Persönliches, auf Emotionen. Und ich halte die für ganz wichtig. Jeder Mensch, der gut wirkt, hat immer auch eine Emotion, die er mittransportiert. Und wenn die wieder spürbar ist, wenn die da ist, wenn diese Begeisterung da ist oder der Stolz da ist oder Traurigkeit da ist oder was auch immer, dann entsteht fast automatisch gute Wirkung. Ganz wichtig für Charismatiker ist auch die richtige Selbsteinschätzung. Und ich finde es immer interessant, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe immer ein Pech mit den Männern oder mit den Frauen, mein Hund ist immer unartig. Und ich stelle dann manchmal mir die Frage, hat das wirklich immer nur mit den anderen zu tun oder kann auch ich derjenige sein, der an sich arbeitet und sich weiterbringt? Mit Charisma lebt es sich einfach besser. Es macht einfach das Leben schöner. Andrea Pollack-Steurer aus der Radio Niederösterreich Gesundheitsredaktion. Das ist schon spannend, oder? Das Buch von Georg Warfschneck heißt Charisma fällt nicht vom Himmel und ist im Goldeck Verlag erschienen. Gut zu hören, gut zu wissen. Radio Niederösterreich, Ihr Serviceradio.